Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Hier ist Satun von Schnitt und ich entschuldige mich gleich, dass ich das alles verpixeln musste, weil man mein Gesicht durch die Reflexion gesehen hat. Tut mir leid. Wie ihr schon in dem Titel seht, schauen wir uns jetzt alle Kunstwerke an, die ich 2022 gemacht habe. Es sind jetzt wahrscheinlich nicht alle, beziehungsweise man muss halt schauen, was überhaupt Kunstwerke sind. Ich habe extrem viele kleine Zeichnungen gemacht, Bilder, Skizzen und die habe ich jetzt nicht hier reingenommen, weil es sind nicht richtig Kunstwerke. Das hier, was ich hier aber habe, sind meiner Meinung nach Kunstwerke. Und es sind fast 60 Stück oder um die 60 Stück. Ich weiß nicht genau. Und ich finde wahrscheinlich manche Kunstwerke nicht. Eins habe ich für meinen Opa gemacht. Zwei Stück habe ich für meinen Opa gemacht. Eins habe ich für meinen Onkel gemacht, für sein Autohaus. Und die habe ich jetzt nicht hier. Und dann habe ich, glaube ich, ich habe so viele, die ich aber jetzt hier nicht habe. Aber das hier sind die, die ich gefunden habe. Und ich würde sagen, fangen wir gleich mal an. Das hier war mein erstes Glasspainting, das ich hier gemacht habe. Das kann man vielleicht ein bisschen sauber machen. Und das hier hat um die 4 Stunden gebraucht. Die Schwierigkeit war es halt hier, dass ich so malen musste und dass ich halt nicht gesehen habe, wie es dann am Ende aussieht während dem Malen. Und das war ein echter Struggle, aber ich finde, ich habe es echt extrem. Ich habe es jetzt nicht extrem gut gemacht, aber es ist gut fürs erste Mal und ich denke mal, dass ich beim zweiten Mal besser werden würde, weil dieses Ding hätte man ein bisschen strahlender machen können, dieses, ihr wisst, was ich meine. Aber das habe ich jetzt zuerst genommen, weil ich wollte nicht, dass es da irgendwo kaputt geht. Genau, das lege ich mir auch kurz weg. Und sorry für meinen Schnupfen. Dann haben wir hier, das hier nenne ich echt so ein Kunstwerk. Keine Ahnung. Das habe ich im Frühjahr gemacht. Nein, im August war das. Habe ich mit Acrylfarben gemacht und ich finde das extrem gut, was ich mir dabei so gedacht habe. Aber ich weiß immer noch nicht, ob ich das so rumhalten soll oder so rumhalten soll. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das Bild halten würdet und einen Namen. Ich überlege mir nie Namen für meine Bilder, merke ich gerade. Egal. Das hier finde ich extrem fancy und ich finde es auch gut, dass das nicht so detailliert ist, weil es so ein bisschen Vibe hat. Dann haben wir hier mein allererstes Ölbild. Das habe ich mit den Schminkeölfarben gemacht, die extrem teuer waren und extrem schlecht sind. Aber trotzdem finde ich sie sehr, sehr gut. Die Acrylfarben, die Ölfarben von Van Gogh sind extrem gut. Die solltet ihr euch holen, wenn ihr Ölfarben malen wollt. Die habe ich mir dann auch geholt. Ich habe hier, glaube ich, 6 Stunden gebraucht. Und am meisten Zeit habe ich hier mit dem Gesicht gebraucht, wegen den ganzen Zähnen und wegen den ganzen kleinen Details. Und bei Ölfarben ist es halt extrem schwer, Details zu machen, weil sich die Farben immer mit den Farben darunter vermischen, weil die ja extrem langsam trocknen. Und das hat auch dazu geführt, dass die Farben nicht so kräftig geworden sind. Weil wenn ich jetzt hier ein kräftiges Blau drauf gemacht habe, ist dieses kräftige Blau gleich rausgegangen, weil sich das mit den Farben darunter vermischt hat. Aber trotzdem liebe ich dieses Bild. Ich liebe das Bild, weil es einfach so schön ist. Und es ist einfach ein Demogorgon. Was soll ich sagen? Ein Demogorgon hat eigentlich nur 5 Mäuler, aber es hat 6. Ist halt ein 6-Maul-Demogorgon. Dann fangen wir gleich mal an mit meiner angefangenen anatomischen Herzenserie, die ich im März letzten Jahres gestartet habe. Und da war halt die Idee, dass ich anatomische Herzen male mit verschiedenen Bedeutungen, vermische mit verschiedenen Elementen. Ja, da will ich auf jeden Fall mindestens 10 Stück machen. Ich habe bis jetzt nur 3. Und das hier ist das allererste, Anatomical Heart Nummer 100. Und das ist halt einfach, ich habe es genannt, wachsendes Herz. Apropos, ich gebe meinem Bild nie Namen. Das hat einen Namen. Wachsendes Herz. Ja, ich liebe vor allem hier den Hintergrund. Der ist so, keine Ahnung, was für eine Optik der hat. Und ich liebe das Bild einfach, vor allem diesen Goldelementen hier. Aber was halt richtig schlimm ist, ich habe da mal, glaube ich, ein Taschentuch draufgelegt und zwar noch nass und dann haben sich hier diese Fussel sind hier dann draufgeklebt. Seht ihr diese weißen Punkte? Die kriege ich dann nicht mehr raus. Egal. Dann haben wir hier gleich anatomisches Herz Nummer 1, was ich bis jetzt am schlechtesten von allen drei finde. Der Name ist Weißes Herz. Oktober. Guck mal, dieser Unterschied zwischen Oktober und März. Ist ja extrem schlimm. Das ist einfach ein blutendes Herz, ein weißes. Ich hätte sie viel, viel detailreicher machen sollen. Ich habe aber halt davor vor lange kein Acryl mehr benutzt. Deswegen habe ich keine Ahnung mehr gehabt, wie ich es machen soll. Und der Hintergrund finde ich extrem schlecht.
Ja, da finde ich aber, dass das hier umso besser ist. Das ist anatomisches Herz Nummer 2, das davor war Nummer 1, 0, 1, 2. Und das habe ich ja eigentlich direkt danach gemacht, am 4.11. Das hier ist das schwarze Herz mit Gold. Ich habe es mit Epoxidharz versiegelt, weil es hat einfach gepasst. Ich liebe dieses Herz. Trotzdem finde ich Nummer 1, Nummer 0 am besten und Nummer 2 am zweitbesten. Denn das Schwarze hier hätte ich ein bisschen besser machen können, ein bisschen mehr verblenden. Aber ich liebe das einfach. Ich liebe das Herz. So, jetzt kommen wir zu meiner Phase im Sommer, in den Sommerferien, wo ich immer zu meinen Bienen gegangen bin, im Wald einfach gemalt habe. Ich habe einfach im Wald gemalt. Oh mein Gott, da fällt mir gerade ein, ich habe ein Bild, das ich im Wald gemalt habe, gar nicht hier. Wo ist es? Keine Ahnung. Ja, das ist halt. Da habe ich halt drei Songs gemalt. Ich wollte eigentlich noch mehr machen, aber ich hatte keinen Bock mehr gehabt, weil mein Fahrrad kaputt gegangen ist. Und hier sieht man auch, ich habe sehr, sehr unsauber gearbeitet. Das ist vom Lied NDAs, weil ein Zeit lang mein Lieblingslied. Und ja, wenn man das Lied halt kennt, dann weiß man, was hier gemeint ist, aber es ist okay. Dann haben wir hier. Und die sind auch alle mit Acrylfarben gemalt. Ja, merkt man. Just fucking leave me alone. Das ist von Happier Than Ever. Kennt, glaube ich, jeder von euch. Ich hatte keinen Bock mehr an den Augen, am Mund. Ja, Details. Wo sind die Details? Die kommen später. Die kommen später bei den späteren Bildern. Danach haben wir hier das letzte Bild zu einem Lied. The 30th. Da finde ich, das Gesicht ist schon gut geworden. Soll im Auto sein. Wenn man es nicht kennt, dann versteht man die Bedeutung nicht. Deswegen gleich mal weg. Und dann haben wir hier schon, glaube ich, mein letztes Gemälde. Ne, da kommt noch eins. Das hier ist natürlich Billie Eilish. Die anderen drei Bilder sind natürlich auch von Billie Eilish inspiriert, weil es ihre Lieder waren. Ich bin Billie Eilish-Fan, falls ihr nicht wusstet. Ich habe hier versucht, den Hintergrund extrem blurry zu machen, also extrem verschwommen und so weiter. Hat aber nicht so gut geklappt, weil ich nicht so viel Übung daran hatte. Und ich hätte die Haare mehr vom Hintergrund hervorheben sollen. Hat nicht so geklappt. Ich hatte am Ende keinen Bock mehr. Ich habe die Haare am Ende gemacht. Und das Gesicht am Anfang, das merkt man, glaube ich, auch, weil das Gesicht extrem, extrem gut ist. Und die Haare extrem schlecht. Weil die so spitz sind. Guck doch mal. Das muss ich mal ein bisschen überarbeiten, vielleicht. Und dann haben wir hier das letzte Gemälde, hoffentlich. Ja. Das hier sollte eine Illusion werden. Findet ihr, ist es eine Illusion geworden, wenn ihr euch das anschaut? Ja, ich konnte halt in die Mitte nicht so detailreich machen, weil es einfach nicht ging. Ich hatte keinen dünneren Pinsel. Und. Das habe ich mit Ölfarben gemacht sogar, ja, weil das sich besser verblenden sollte. Und es war, glaube ich, eine schlechte Entscheidung, weil die nicht so Leuchtkraft. Ich habe am Anfang versucht, das mit den Schminkefarben zu machen. Die waren aber extrem, extrem nicht leuchtend. Und dann habe ich die Van Gogh-Farben genommen. Es ging dann viel, viel besser. Das heißt, ich habe das Bild eigentlich zweimal gemacht. Ja. Jetzt kommen wir zu meinen Zeichnungen auf Papier. Beziehungsweise, das sind auch Aquarellbilder habe ich dieses Jahr nicht so viel gemacht. Doch. Hier habe ich eins, das habe ich vergessen zu nehmen. Das hier habe ich auch im Sommer gemacht, habe ich Blumen gesammelt, getrocknet, gepresst und dann da drauf geklebt. Die Farbe ist trotzdem rausgegangen. Aber ich liebe das Bild hier, auch wenn ich das nicht richtig abgeklebt habe und die Karos nicht so gut zu sehen sind, finde ich diesen Effekt richtig cool. Und ich habe noch ein Bild auf einer Leinwand. Das ist das hier. Das ist einfach ein Herz, ein Drippy Herz. Diesen Art, die kennt, glaube ich, jeder von euch. Und. Ist halt basic. Ist normal. Ich habe noch ein Bild auf Leinwand, aber wo ist das denn jetzt? Kurz mein Mikrofon auf den Boden gefallen. Hier habe ich das Blurry. Was für Blurry? Blush Logo, also das Logo von Billie Eilish. So als Glitch. Wenn man den Glitch sieht, ich habe keine Ahnung. So, dann haben wir hier die Zeichnung. Natürlich mit Aquarellfarben hier ein bisschen verkleckert. Ist mir nämlich relativ egal. Habe ich. Ah ja, und die Bilder sind nicht nach Chronolo. Sind nicht nach Chronologie geordnet. Das ist vom Februar. Ja, Februar. Also fast März. Und ja, also ich mag diesen Kristallstil irgendwie nicht. Das ist mir viel zu anstrengend. Deswegen weiter. Gehen wir einfach weiter. Guck, seht ihr, das war vom Februar und das ist gleich vom Oktober. Das habe ich mit den Posca-Markern gemacht. Und ich mag diesen Stil. Aber ich kann ihn nicht so gut.
Und was ihr auch in den nächsten Bildern merken werdet, dass ich diesen Stil hier mit diesem Kleber, der so auseinandergeht, mit diesem Slime richtig mag. So, dann haben wir hier ein Bild. Ich mache ein Kunstwerk aus einem Gekritzel. Das habt ihr vielleicht alle schon gesehen, was extrem viral gegangen ist. Ja, ist halt auch basic, finde ich. So, ich mag Drippy. Ich mag Schleim zu zeichnen. Dann haben wir hier einfach mal Bart. Diesen Simpson in vier Styles. Brauche ich nicht viel zu sagen. Ich finde das hier disgusting. Ich finde es eklig. Dann haben wir hier wieder. Ich soll ein Kritzel in ein Kunstwerk verwandeln, nur mit der Farbe Lila. Und es soll auch eine Bedeutung haben. Und zwar, dass es den Vögeln immer schlechter geht, weil wir so viel Müll in die Umwelt werfen. Und wenn man hier ganz genau hinschaut, dann ist hier überall Müll. Ja. Ist auch okay. Ich hätte es besser machen können. Ich hätte aber keinen Bock mehr. Und das hier liebe ich. Das habe ich am letzten Tag von 2022 gemacht. Also erst vor kurzem. Und ich liebe dieses Bild hier. Ich habe mir auch überlegt, dass ich das hier in ganz, ganz groß mache, auf eine richtig große Leinwand, weil ich das einfach liebe. Das ist natürlich auch wieder ein anatomisches Herz. Bum, bum, bum. Ist auch mega. Ich werde es am Ende des Jahres fertig zeichnen. Und dann haben wir hier wieder Billie Eilish. Das habe ich zu ihrem Geburtstag gemalt. Da sind halt ein paar Porträts von Billie Eilish, ihre Augen und ein paar Lyrics von ihren Liedern. Zum Beispiel jetzt hier I Wanna End Me von Bury a Friend. Einfach Copycat. Dann hier Did You Ever Care von Lost Cause, obwohl es da nicht eins zu eins drin vorkommt, habe ich trotzdem hingeschrieben. Oder You Played the Part von wie hieß, Your Power. Dann kommen wir hier zu meinen 3D-Zeichnungen. Ah, und by the way, das hier habe ich mit Aquarellfarben gemalt. Und dann mit Buntstiften drüber gemalt. Und ich mag das. Ich sollte das öfter machen, eine Base mit Aquarellfarben zu machen und dann mit Buntstiften drauf zu malen. So, jetzt kommen wir zu meinen 3D-Zeichnungen. Beziehungsweise es sind nur zwei oder drei. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was ich letztes Jahr gemacht habe. Ich bin echt confused, dass es so viel geworden ist. Egal, das ist so ein Herz. Das habe ich nachgemalt. Ich schau mal kurz das Original. Hier ist das Original, das habe ich vor was weiß ich wie vielen Jahren gemacht und das habe ich neu gemalt. Und das hier sieht extrem gut aus, finde ich. Ich liebe das. Und ich brauche die matten Bleistifte, diese Reflexion. Ich hasse es. Dann haben wir das hier. Das habe ich mal zum Üben genommen. Und ich finde es auch nicht so toll. Das sollte halt einfach so ein Halbkreis, glaube ich, sein. Ja, dann habe ich hier Wednesday Addams gemalt. Habe auch eine Toll dazu gemacht. Ausgemalt habe ich es aber nicht, weil. Ich hab keinen Bezug zu dieser Serie, weil ich die nicht mal gesehen habe. Deswegen dachte ich mir so, wieso soll ich das machen? Finde ich irgendwie so komisch, wenn ich etwas male von einer Serie oder einem Film, den ich nicht mal gesehen habe. Die Skizze habe ich halt gemacht, weil voll viele es wollten, aber mehr Zeit tue ich jetzt nicht dafür verbrauchen. Dann habe ich hier Früher versus heute. Ich mag den Baum von der Heute-Seite. Ich habe noch mehr von diesen Zeichnungen. Aber wie gesagt, es sind halt keine Kunstwerke, weil es einfach so kleine Sachen sind. Das ist auch eine kleine Sache, aber ich finde es schön. Dann habe ich hier die kaputte Hand von Wednesday. Das sollte halt so 3D sein. Findet ihr, das ist ein 3D-Effekt? Ich finde es schon irgendwie, aber ich weiß es halt. Ich kann es halt nicht so richtig sehen, weil ich habe es halt gezeichnet. Und da sehe ich halt meine Fehler und nicht, was halt da gut geworden ist. Dann habe ich hier eine Skizze. Brauche mir nicht mehr anzusehen. Dann habe ich hier wieder ein 2022 versus 2023 Bild. Ich finde das Auge voll schön. Ich habe vor langem kein Auge mehr gemalt, merke ich gerade. Ah, sagte er und zeigt noch eine Augenzeichnung. Ja, und zwar ich versus mein Bruder. Seid ehrlich. Welches findet ihr besser? Ah, eine Bleistiftzeichnung. Ich liebe diese. Ich liebe das. Ich finde, es war gut geworden. Ich habe in diesem Jahr wenige Bleistiftzeichnungen gemacht. Also letztes Jahr meine ich. Boah, ich bin so dumm. Und ja, geht. Oh mein Gott. A whoop jumpscare. Das habe ich nur mit einem Kuli gemacht. Einem schwarzen Kuli. Die Reflexion ist magenta. Hä? Egal. Ich habe es mal schattiert, alles mit Kuli. Schaut euch mal diese Details an. Ich mache gleich ein Video damit. Ja. Ja. Okay, let's go. Was soll ich dazu sagen? Ich war halt in meiner Phase, wo ich Themen ansprechen wollte, aber es niemanden interessiert hat. Das ging halt darum, dass man halt
alles gibt, aber nichts zurückbekommt. Hier, man gibt Geld, Liebe, Schmuck, keine Ahnung, was es gewesen sein soll. Und man bekommt halt nichts zurück und hab's vergessen, muss auf, geh mal, ich hab gedacht, kannst du mir helfen? So, man gibt halt alles, aber bekommt nichts zurück. Dann haben wir hier, ich liebe Dark Art. Und das hier, ich lieb's. Ich habe vielleicht nicht so detailliert gearbeitet, aber es war nur eine Skizze. Ich wollte es eigentlich nicht groß machen, was ich dann aber vergessen habe. Soll ich es mal groß machen? So richtig so mit Blut. Ich liebe auch Blut zu zeichnen. Aber ich habe auch kein Blut benutzt. Halt nur ein bisschen. Aber sowas mag ich auch. Und dann haben wir hier, das ist mein 15. Geburtstag letztes Jahr. Boah, wie stark das durchgedruckt ist. Seht ihr das? Ja, brauche ich nicht viel zu sagen. Ich finde es extrem hässlich, weil ich mir gar keine Mühe gegeben habe. Guck mal, diese Highlights. Nee, einfach nee. Dann habe ich hier wieder aus einem Gekritzel ein Kunstwerk machen. Es ist okay, aber ich hasse es so farbenfroh. Ich hasse es, wenn gelb und grün dabei ist. Weil gelb und grün sind so strahlende Farben und das mag ich nicht so. Das mag ich nicht. Ich mag eher so sanfte Farben. Und jetzt, Leute, seid ehrlich, findet ihr, da liegt ein Stein oder ist es fake? 3, 2, 1. Es ist natürlich fake. Ja, ich wollte halt mal was ausprobieren. Es hat 2 Stunden gebraucht. Man sieht da die Details. Ja. Und hier wieder ein anatomisches Herz. Das habe ich mit 1 € Stiften gemalt. Aber es ist trotzdem, finde ich, sehr, sehr gut geworden. Und diesen Slime, ich liebe das einfach. Ich liebe Blut, Slime, anatomische Herzen und Billie Eilish. Das sieht man, glaube ich, in meiner Kunst. So, dann haben wir hier wieder irgendein Bild, keine Ahnung. Finde ich okay. Dann haben wir hier die Skizze von einem Bild, das ich eigentlich fertig machen wollte. Ich habe es auch halbwegs fertig, aber jetzt nicht so richtig fertig. Das ist die Skizze und das hier ist das. Oh mein Gott. Und das ist das große Bild. Es soll halt um soziale Abgrenzung gehen und Depression. Hier sieht man halt so diesen Menschen, aber halt in so diesen Farben und noch so ein Handy. Aber ich muss es noch überarbeiten und hier noch das fertig machen. Ich muss noch den Spiegel fertig machen, die Pflanzen fertig machen. Ich muss noch die Plakate hier machen, aber ich habe keinen Bock darauf. I don't have Bock for that. Das hier war eine Challenge, wo ich etwas mit nur 5 Farben, und zwar Rot, Gelb, Blau, den Primärfarben und Schwarz und Weiß malen musste. Und ich finde die alle sehr, sehr gut, vor allem das Auge. Schaut euch das an. Nur mit Blau, Weiß, Gelb, Grün, nein. Rot, Blau, Gelb, Weiß, Weiß, Schwarz. Aber ich finde die extrem gut. Ich muss da noch mehr machen, ich muss da noch üben. Ich muss es gut machen. Dann wollte ich hier ein paar TikToker-Augen zeichnen. Ratet mal, wer das hier sein soll. Ich habe damit aber aufgehört, keine Ahnung wieso. Und das hier mache ich auf jeden Fall noch weiter. Die Zitronenlippe in verschiedenen Styles malen. Ja. Ich finde am besten ist das hier von der Struktur her und das hier von der Farbe her. Aber ist auch sowas cool. Und jetzt kommen meine guten Zeichnungen, glaube ich. Nee, doch nicht. Ja, das hier habe ich an Halloween gemalt. Fertig gemacht. Der Rauch war eigentlich blau, aber ich mag kein Blau, weil es zu strahlend ist. Beziehungsweise ich mag die Farbe nicht so. Dieses Himmelblau. Nein, mag ich nicht. Und deswegen habe ich es lila gemacht und ja. Ich mag sowas, ich mag das. Aber dieses, ich dachte eigentlich Tone Ten, das wurde so oft mir empfohlen. Was ist das? Das ist halt gutes, aber es ist halt extrem dünnes Papier. Dann habe ich hier ein Herz in Blau-Rot. Das muss man halt in Blau und Rot ansehen. Ergibt Sinn. In blauem Licht sieht man halt das Rote und in rotem Licht das Blaue. Und wie gesagt, ich liebe diesen Slime-Effekt. Das sieht man, glaube ich, voll. Dann habe ich hier natürlich wieder den Slime-Effekt. Billie Eilish gemalt, das ist mein Profilbild. Ich liebe dieses Bild, ich liebe Billie, ich liebe das Bild, ich liebe das Blauzeichen, ich liebe. Aber ich muss nochmal neu machen, weil es ist nicht so gut geworden. Aber ich mag es trotzdem. Ist halt Fanart. Und dafür habe ich 8 Stunden, glaube ich, gebraucht. Und dafür habe ich 12 Stunden waren es, glaube ich, oder 11 Stunden. Ja, das habe ich halt neu gezeichnet. Von letztes Jahr hatte ich das voll lang als Profilbild. Aber hier habe ich halt viel, viel mehr Details reingesteckt.
Ich hatte ja auch viel, viel mehr Erfahrung und ich finde das ja auch extrem. Ich finde es viel, viel besser als das alte. Wenn ihr das alte auch noch ansehen wollt, ich habe im Post, glaube ich, auf meinem Instagram-Account. Da heiße ich s.a.dom. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Ja, ist gut. Dann habe ich hier wieder eine 3D-Zeichnung. Sollte halt aussehen wie ein Loch. Das habe ich aber auf dem iPad nachgezeichnet. Ich schau mal kurz mein iPad. Oh nee, doch nicht, ich hab keinen Bock. Ich bin voll lustlos heute. Es regnet aber auch. Wenn es regnet, dann habe ich keine Lust. Es ist ja auch normal. Dann habe ich hier ein Auge von 2020 versus 2022. Und ich finde das hier voll schlecht. Was ist das? Was ist das? Ja. Dann habe ich hier Augen. Zuschaueraugen gemalt. Die haben jetzt bestimmt insgesamt voll lang gedauert, aber ich finde es gut. Ich mache vielleicht noch ein bisschen weiter. Ich habe hier mal Augen, die Lashes mit Fineliner gemacht. Hier mit normalen Buntstiften. Ich habe mir ein bisschen ausprobiert. Hier habe ich die mal mit Grau gemacht. Aber ja, am liebsten mag ich diese Auge. Diese Auge auf jeden Fall, Satu. Weil es voll schön ist. Aber ich finde die Idee gut. Dann haben wir hier Mimira. Habe ich im Januar gezeichnet und ich liebe diese Zeichnung, aber ich hasse sie auch irgendwie, weil das voll kontrastlos ist. Schaut euch das mal an, das ist voll kontrastlos. Da ist kein Kontrast drin, aber es hat gut verblendet. Aber ich habe jetzt die Prismacolor, das heißt, ich kann es besser verwenden und mache es vielleicht nochmal neu. Dann war hier die ABC-Challenge, wo ich zu jedem Buchstaben etwas gezeichnet habe. Und ja, das kennt ihr vielleicht, vielleicht nicht. Naja. Und dann haben wir hier Ariana Grande. Der habe ich auch mal gezeichnet, aber es war extrem schlecht. Und deswegen habe ich es jetzt neu gezeichnet. Und ich habe den Hintergrund mit Aquarellfarben gemacht. Und ich finde, dass es so gut geworden ist mit Aquarellfarben und der Hintergrund. Ich liebe das, aber habe ich nie wieder gemacht. Ich weiß nicht warum. Ich hätte es besser machen können, aber es geht. Es geht. Und dann haben wir hier noch Tom Holland. Das ist von 2021. Jesus ist hier drin. Tschüss, Tom Holland. Du bist hier nicht erwünscht. Ah, wir haben noch zwei Zeichnungen übrig. Ja, okay, jetzt haben wir hier wieder Billie Eilish. Das ist von ihrem Unreleased-Song True Blue. Also, ich habe einen Fanart gemacht. Das ist eigentlich das Bild von When the Party's Over. Aber ich habe es jetzt so in True Blue umgewandelt. Ich mag das voll. Ich habe es auch mit Bleistift gemacht und die Haare mit Buntstiften. I try to live in black and white, but I'm so blue. Das ist halt, wenn man sich falsch am Platz fühlt. Ja, genau. Und das letzte hier. Das ist auch aus einem Gekritzel ein Kunstwerk machen. Und hier habe ich die Posca-Marker, glaube ich, zum ersten Mal, glaube ich, probiert. Oder halt so. Ich habe sie halt gerade. Ich war noch in der Ausprobierphase. Und das merkt man auch, weil das Gold ist nicht so gut geworden. Seht ihr das? Diese Lücken da. Aber ja, es ist gut. Und jetzt ist die Frage, welches dieser Kunstwerke ist euer Lieblingskunstwerk? Schreibt es mal in die Kommentare. Und was ganz wichtig ist, was wünscht ihr euch dieses Jahr von mir? Ich habe dieses Jahr auf jeden Fall krassere Kunstwerke, kompaktere Kunstwerke vorgestellt. Und ich arbeite gerade auch an einem. Das zeige ich euch mal kurz. Das hier ist mein erstes. Ja. Das liebe ich. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes 2022. Ihr habt schön reingefeiert. Ob ihr es gemacht habt oder nicht, ist egal. Folgt mir gerne hier auf Instagram und auf TikTok. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und lasst hier gerne einen Daumen hoch da und ein Abonnement, ein Abonnenten, ein. Nein, ihr seid der Abonnent, das heißt, ihr sollt ein. Was sollt ihr da lassen? Ein folge ich, keine Ahnung. Ah, ich habe hier noch ein Kunstwerk. Hier. Damit schließen wir das jetzt ab. Und bis dann. Oh mein Gott.